Afghanistan. Wir haben extrem viele Leute, die uns weinen und wirklich verzweifelt, also da hört man die Verzweiflung raus. Ne, die sind so aufgelöst, die sagen, wenn nicht wir gefunden werden, dann werden wir umgebracht. Nachdem wir, also der Westen, 20 Jahre in Afghanistan waren, ist das Land jetzt wieder komplett von den Taliban eingenommen worden. Für die Menschen vor Ort, vor allem in der westlich geprägten Hauptstadt Kabul, eine absolute Katastrophe. Diese Bilder, wie Menschen versuchen, sich an ein Flugzeug zu klammern, um irgendwie das Land zu verlassen, vielleicht hat dich das schockiert. Was haben die Taliban jetzt vor? Die Taliban sind eine fundamentalistische, in ihrer sehr strikten Auslegung des Korans verhaftete religiöse und politische Bewegung. Wie ticken die Taliban? Warum haben so viele Menschen augenscheinlich so große Angst vor ihnen? Was machen die Taliban jetzt mit den Menschen vor Ort, die zum Beispiel der Bundeswehr geholfen haben bei ihrem Einsatz? Und wird Afghanistan ein Terrorstaat und es drohen wieder mehr Anschläge in Europa? Jetzt! Zwei Menschen sind in diesem Video wichtig. Sven Fiedler ist der eine. Er war selbst als Soldat der Bundeswehr in Afghanistan und engagiert sich im Verein Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte. Er wird uns erzählen, wie dramatisch die Lage vor Ort jetzt wirklich ist. Davor spreche ich aber mit Professor Hans-Joachim Giesmann von der Berliner Berghoff-Stiftung. Er kennt die Taliban gut, denn er begleitet seit Jahren für die Bundesregierung die Verhandlungen mit den Taliban in Doha, Katar. Hans-Joachim Giesmann kann uns also ganz konkret sagen, wie ticken die Taliban? Was genau ist das für eine Gruppe? Doch davor kurz für dich zur Einordnung, wann und warum die Taliban überhaupt nach Afghanistan gekommen sind. Ende der 1970er Jahre marschierte die Sowjetunion in Afghanistan ein, um die damals kommunistische Regierung dort zu unterstützen. Als Reaktion darauf formierten sich islamistische Guerillagruppen, die sogenannten Mujahedin, und leisteten von den afghanischen Bergen aus gegen die sowjetische Übermacht Widerstand. Unterstützt wurden sie dabei mit Geld von den USA, Saudi-Arabien und Pakistan. Nach 10 Jahren Krieg zog die Sowjetunion 1989 ihre Truppen aus Afghanistan zurück. Und die Widerstandskämpfer? Nach der Einnahme Kabuls, der Hauptstadt Afghanistans, kämpften die plötzlich gegeneinander um die Macht in Afghanistan, mitten in den afghanischen Städten, mit schlimmsten Folgen für die Zivilbevölkerung. Und übrigens auch wieder angefeuert durch fremde Mächte wie den Nachbarstaat Pakistan. Dieser brutale Krieg endete dann 1996 mit dem Einmarsch der erst 2 Jahre zuvor gegründeten Taliban-Bewegung. Die Taliban haben schon mal den Frieden gebracht in Afghanistan, aber es war ein Frieden, der sehr unterdrückend gewesen ist und mit vielen Grausamkeiten verbunden war, gerade auch gegenüber Frauen und eigentlich in der gesamten Gesellschaft. Sie haben vielleicht, das wissen wir noch nicht, aus dieser Vergangenheit gelernt. Zumindest haben sie in den vergangenen Monaten auch sich dazu bereit erklärt zu verhandeln. Aber inwieweit das wirklich durchschlagen wird auf das, was sie jetzt in Afghanistan errichten wollen, das wissen wir noch nicht. Bis jetzt war diese Bewegung geeint durch ihren Widerstand gegen die Regierung in Kabul. Sie war geeint durch die Ideologien und religiösen Dogmen, die sie in den Koranschulen, vor allem auch in Pakistan, sich angeeignet haben. Die Regierung in Kabul fällt für die Taliban nun als einendes Feindbild weg. Das könnte zum Problem werden, denn da gibt es schon ziemlich unterschiedliche Strömungen innerhalb der Taliban. Es gibt eine sehr starke religiöse Autorität. Ayatollah Akhundzada ist bekannt eigentlich als nicht der charismatisch-politisch-religiöse Führer, sondern eher als eine religiöse Autorität. Aber darunter gibt es inzwischen auch einen Apparat von politischen Anführern, zum Teil solchen, die lange in Gefängnissen gesessen haben, in Pakistan oder auch in Guantanamo, zum Teil 10, 12, 13 Jahre, die andere, die in den Verhandlungen mit den USA gelernt haben, auch sich in schwierigen Situationen zu behaupten.
All das muss in einen Rahmen gegossen werden. Und dann gibt es die Kämpfer am Boden in Afghanistan, die jetzt siegestrunken sind, die erst seit kurzem kürzerer Zeit in die Bewegung zur Bewegung gestoßen sind, indoktriniert worden sind in den Madrassen in Pakistan und anderswo, die wenig Verständnis oder Wissen haben, wie ein Staat funktionieren kann oder wie eine Gesellschaft aufgebaut werden muss. Und dann gibt es die Haqqanis, die als Netzwerk berüchtigt und bekannt sind für besonders brutale Vorgehensweisen gegen Menschen, die also sich nicht den Regeln und Dogmen unterwerfen wollen. Ob es die Führungskräfte schaffen, das jetzt alles unter einen Hut zu bringen, das kann Stand heute niemand voraussagen. Als die Taliban 1996 erstmals die Macht in Afghanistan übernommen haben, da gab es unter ihrer Herrschaft ziemlich strenge Regeln nach extrem religiösen Vorstellungen, orientiert an der Scharia. Musik komplett verboten, Fernsehen komplett verboten, Alkohol verboten, nicht mal Drachen steigen lassen durften die Kids auf den Straßen. Aber am schlimmsten hat es die Frauen getroffen. Die hatten nämlich so gut wie keine Rechte, durften ihre Häuser nur selten verlassen und wenn, dann nur mit männlicher Begleitung. Mädchen durften nicht zur Schule gehen. Ganz klar, das war damals vielleicht ein Land in Frieden, aber definitiv ohne Freiheit. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 in den USA sind US-amerikanische Soldaten nach Afghanistan gegangen, um gegen die Taliban zu kämpfen. Und damit kam für die Zivilbevölkerung und vor allem für die afghanischen Frauen die Freiheit tatsächlich zurück. Aber eben die Zeit, in der die Taliban in Afghanistan an der Macht waren, das ist die Zeit, die viele noch in Erinnerung haben. Wird sich die Geschichte jetzt, nachdem die Taliban wieder die Macht übernommen haben, wiederholen? Also Frieden, aber keine Freiheit? Manches von dem, was wir in den letzten Tagen gehört haben, in Worten, aber auch schriftlich, klingt anders als das, was wir aus den Jahren von 1996 bis 2001 kennen. Beispielsweise das Angebot, Frauen in die Regierung aufzunehmen. Das ist doch sehr ungewöhnlich im Vergleich zu dem, was man früher gehört hat. Oder eine inklusive Regierung zu bilden. Auch die Tatsache, dass die Taliban angekündigt haben, eine Generalamnestie für alle Regierungsmitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu verkünden, sind durchaus Signale, dass die Taliban zumindest eines wollen, gegenüber dem Ausland nicht als die Bewegung der 90er Jahre dazustehen, sondern nicht in die politische Isolation zurückfallen wollen. Aber ich würde es nicht nur darauf reduzieren. Natürlich sind die Taliban daran interessiert, den Zufluss internationaler Hilfen nicht versiegen zu lassen. Aber es ist auch die Worte, die auch gegenüber der afghanischen Zivilbevölkerung zu hören sind, klingen anders. Ich glaube, ich bin nicht naiv. Ich denke, zur Läuterung fehlt sicher nicht viel. Und wir hören auch andere Nachrichten aus besetzten Gebieten. Das Bild ist sehr, sehr widersprüchlich. Aber offensichtlich ist eine Mehrheit der Bevölkerung oder zumindest ein großer Teil der Bevölkerung, der sichtbaren Bevölkerung, nicht der, die sich verstecken und die aus dem Land versuchen jetzt zu fliehen, weil sie Angst haben, mit diesem Machtwechsel einverstanden. Nach dem Ende der Taliban-Regierung bekamen die Menschen in Afghanistan im Dezember 2001 eine neue Regierung. Ihr Chef hieß Hamid Karzai. Das wurde auf einer großen Konferenz in Bonn beschlossen, an der Vertreter der Vereinten Nationen und vier afghanischer Volksgruppen teilgenommen haben. Allerdings kamen damals auch sogenannte Warlords zu mächtigen Positionen im Parlament. Männer, die vor den Taliban 1996 Afghanistan mit einem fürchterlichen Bürgerkrieg überzogen haben und nun eine Korruptionskultur in die neue Regierung gebracht haben. Hilfsgelder kamen so in den letzten Jahren selten zu den Leuten, die sie wirklich brauchten. Wahrscheinlich ein Grund, weshalb viele Afghanen den jetzigen Machtwechsel tatsächlich unterstützen. Was viele hier in Deutschland nicht wissen und was vielleicht auch für ihre Hörerinnen und Hörer interessant ist, mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist jünger als 25 Jahre. Die haben keine Erinnerung an die Taliban-Herrschaft, aber die haben tagtäglich erlebt, was ihnen die Republik angeboten hat oder liefern konnte.
Und sie waren mit diesem Regime nicht einverstanden. Das muss man ganz klar sehen. Wir sehen auf die junge urbane Bevölkerung in den Städten, aber wir sehen nicht die nach wie vor in Traditionen und auch in religiösen, tiefen religiösen Ansichten verwurzelte Bevölkerung in weiten Teilen des Landes, die die Republik in den letzten Jahren nicht mehr erreicht hat und die jede Alternative zu dieser Republik, die sie als korrupt, als sich selbst bereichernd wahrgenommen hat, bereit waren zu akzeptieren, eben auch die Taliban. Doch trotzdem sollte man eins immer noch nicht vergessen, die Taliban können absolut grausam sein. Bereits unter ihrer ersten Herrschaft 1996 bis 2001 standen Folter und Hinrichtungen an der Tagesordnung. Und jetzt? Was passiert jetzt mit den Gegnern der Taliban? Also vor allem eben aus der Sicht der Taliban. Menschen, die zum Beispiel für die Bundeswehr gearbeitet haben. Das habe ich Sven Fiedler gefragt. Er war 2019 viereinhalb Monate als Soldat in Afghanistan im Einsatz für die Bundeswehr, die seit 2002 als Teil einer internationalen Soldatentruppe aus verschiedenen Mitgliedsländern der Vereinten Nationen die afghanische Regierung unterstützen sollte. Seit dem Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan engagiert sich Sven Fiedler im Verein Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte. Worum geht's da? Die afghanischen Ortskräfte haben den deutschen Sicherheitskräften, also zum Beispiel der Bundeswehr, bei ihrem Einsatz vor Ort geholfen. Etwa weil sie den Kontakt zur Bevölkerung erleichtert haben, übersetzt haben oder wichtige Informationen geliefert haben. Weil sie aber den deutschen Soldaten geholfen haben, sind diese Ortskräfte zur Zielscheibe der Taliban geworden und haben sich und ihre Familien in Lebensgefahr gebracht. Das haben sie getan, um die Demokratieentwicklung in Afghanistan zu unterstützen. Was passiert jetzt mit diesen Menschen vor Ort? Wir haben extrem viele Leute, die uns weinen und wirklich verzweifelt, also da hört man die Verzweiflung raus. Die sind so aufgelöst, die sagen, wenn wir gefunden werden, dann werden wir umgebracht. Dass wenn wir nicht rauskommen, dann sterben wir, ob wir jetzt sterben oder später sterben. Also man hat wirklich extrem viele, die einfach glauben, wenn sie nicht rauskommen, sterben sie. Und das ist nicht gespielt, das hört man. Und das kann ich mir bei den Menschen auch vorstellen, weil die haben natürlich auch eine längere Erfahrung mit den Taliban als wir. In den Medien hört und liest man ja aktuell viel, der Westen hat versagt oder in Afghanistan ist der Westen besiegt worden und so weiter. Wer hat denn die Menschen vor Ort letzten Endes im Stich gelassen? Sehr viele Leute sind wahnsinnig enttäuscht von der deutschen Regierung, also die deutschen Ortskräfte vor allem. Weil es immer hieß, gerade aus Deutschland, ja, wir helfen unkompliziert, ihr kommt alle raus, kein Problem, wir machen das mit den Visa. Und man hat sich so lange nicht gerührt, bis halt Kabul jetzt gefallen ist. Und viele Menschen haben einfach gesagt, ihr habt uns verarscht als Deutsche. Ja. Wir hätten uns, und das ist ja auch traurige Geschichte, auch der Safehäuser. Viele Menschen haben gesagt, wir hätten auch nach Pakistan oder in den Iran fliehen können vor den Taliban. Und wir haben aber euch geglaubt und sind jetzt in diese Todesfalle Kabul gegangen. Und da muss man sehen. Also wie gesagt, wir hoffen, dass so viele Ortskräfte wie möglich irgendwie ausgeflogen werden. Und bei den anderen muss man einfach nur hoffen, dass die Taliban Wort halten und die Menschen halt in Ruhe leben lassen. Wie du siehst, es herrscht gerade absolutes Chaos in Afghanistan. Nicht zuletzt, weil sich eben die USA und die restlichen Truppen der Vereinten Nationen unglaublich schnell und unkoordiniert aus dem Land zurückziehen. Es sich seinem eigenen Schicksal überlassen. Genau wie schon 1996 bei der ersten Machtübernahme der Taliban. Damals war das vom Bürgerkrieg zerstörte Land unter der Herrschaft der Taliban der Nährboden für die Terrororganisation Al-Qaida. Droht jetzt wieder ein ähnliches Szenario? Wird Afghanistan ein Terrorstaat? Und werden wir wieder mehr Anschläge bei uns in Deutschland und Europa haben? Die Taliban haben in allen Gesprächen, die ich mit ihnen hatte, oder auch in Verlautbarungen, auch im Übrigen in dem Vertragsdokument mit den Amerikanern aus dem vergangenen Jahr, dass sie ja immer wieder auch als das für sie bindende Schlüsseldokument angesehen haben, das Versprechen abgegeben, dass sie keinerlei islamistische oder Terrorgruppen in Afghanistan akzeptieren wollen. Das ist eine verbindliche Zusage, die sie gegeben haben. Wenn sie diese Zusage brechen, dann wird das mit Sicherheit zu Sanktionen führen müssen. Die Taliban haben Beziehungen zu
Terrornetzwerken, wie wir wissen. Der Anführer, der religiöse Führer selbst hat mit Al-Qaida traditionell enge Verbindungen gehabt. Ob die Verbindungen jetzt gelöst werden, aus dem Interesse heraus, die eigene Machtposition nicht der Gefahr auszusetzen, sanktioniert zu werden, das muss man sehen. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, ohne es tatsächlich auch zu wissen, dass für die Taliban der Preis der Macht höher wiegt als die Verbindung zu den alten Verbündeten. Die Frage ist ja jetzt auch, wie sollen wir, also der Westen, da reagieren? Wieder einmarschieren? Schwierig. Allerdings genauso jetzt Afghanistan komplett isoliert mit den Taliban zurückzulassen, weil sonst, trotz deren Versprechen, der gleiche Nährboden wie schon vor 2001 für Terrorgruppen mit Hass auf den Westen entstehen könnte. Ich hoffe jedenfalls, du verstehst jetzt mehr, wer die Taliban sind, was sie wollen und warum die Lage in Afghanistan für viele Menschen aktuell eine Katastrophe ist. Dann freue ich mich über ein Like und wenn du das Video teilst. Ein Abo kannst du natürlich auch noch gerne dalassen, denn BR24 ist besser im Abo. Wenn du aktuell eher wissen willst, wie sieht's eigentlich mit der Corona-Impfung für Kinder ab 12 aus, da habe ich hier ein Video für dich zugemacht. Gerne mal reinklicken. Merci und ich sehe dich gesund im nächsten Video.